Hallo und herzlich willkommen zurück zu Justin Wick and the Big Time Hack. Ja, in der letzten Folge durch eine Verkettung äußerer Umstände, ich sehe übrigens gerade, wir haben nur noch zwei. Oh oh, ich sagte ja am Ende der letzten Folge, dass dieser kleine Knirpster, dieser Kid, ich denke dann immer an Billy the Kid, dass der so einen psychischen Unterton hatte und jetzt können wir Claude nicht mehr benutzen. Ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl. Allerdings haben wir auch ein gutes Gefühl, weil Erich das Eichhörnchen. Ja, habe ich jetzt schon genug Lust, Witze über diesen Namen gemacht, diesen altmodischen Namen. Übrigens, sorry an alle, die Erich heißen, die eventuell zugucken könnten. Das wird uns hoffentlich jetzt wieder zurück in die Gegenwart bringen. Ich bin gespannt. Ich hoffe aufs Beste. Blick angelegt, Eichhörnchen aufgeladen und nun geht's los. Ist denn gar nicht weg, oder? Wow. Looks like this place has been flooded. Ach, doch, wir sind doch weg. Ja klar, er ist jetzt auch kein Skelett. Das sind die ganzen Münzen. Moment, das heißt, dass das Ding sich jetzt unter dem... Das ist auch kaputt hier. Dass sich das unter dem Brunnen befindet? Unterdessen. So, this poetry slam, it's on, yes? Any minute now, Sage. We just need a few more contenders. Contenders. You know Serge will just crush them, right? Crush them like I always do. I know. I scoff at these so-called poets. They are just lambs to the slaughter to Serge, n'est-ce pas? I hear you, Serge. Sushi! Nein! I would need something to carry it in. Ich hab was, aber da ist kein Wasser drin. Aber es geht nicht, ne? I'm not sure it would be any better off in a dry fish bowl, in fact. It almost seems even crueler. Das, guck doch, dass du irgendwie ein bisschen was von dem Wasser zusammenkratzt. Oh nein. Ja klar, wenn hier natürlich alles geflutet wurde und der Brunnen jetzt quasi eine Etage tiefer ist, dann ist Sushi... Ach so, und das Brecheisen, die Brechstange machen. Hey, you. How did you end up here? Stimmt. Jetzt ergibt das alles Sinn. Wir haben das Ding extra da reingeworfen, damit wir es jetzt wiederfinden. Clever. Wirklich clever. Was können wir denn damit machen? Oh, crap. If that's who I think it is, looking at him makes me feel really guilty. Ja, ich schätze ja, ne? Judging by the smell of things, he still has that tin of sardines in his belly. I can't help but feel at least partially responsible for his destiny. Sorry for that, old friend. Ja, mir kommt da so ein böser Gedanke. Funktioniert das? Whoa, whoa, whoa! Hold it right there, mate. You leave Bones alone, you hear? Bones. Ain't no way you're gonna do something like that with my buddy Bones. Not while I'm still around, you hear? And I've got to say, that was a pretty monstrous thing of you to try. I mean, who does something like that? Das ist ein Skelett. Okay, das heißt dann wohl, dass wir Salty irgendwie loswerden müssen. Hey, stranger. Did you also come here for the coin? Well, it's a long story. Hey, no worries. Plenty of coins for everyone. I'm Salty, by the way. Justin. Nice to meet you. I've filled my pockets to the brim already. It's a new day with Salty. Okay. Who's your friend? Oh, Bones? We've just met. His breath might not be what you call minty fresh, but he's a really good listener. Mm-hmm. Do you know what caused that flood? I do. Care to tell me? Well, I saw this young lady about to throw some change in the fountain. Oh, you wouldn't remember the colour of her hair, would you?
I'd say her hair was blue. Really? Blue as in cyan, more specifically? I suppose. Julia! So anyway, I told her, listen, there's so many coins down there that one might just cause the whole bottom to fall out. To which she replied, if that were the case, she would gladly surrender any claim over said coins to me. Huh. Hmm. A good, solid, and most of all, legally binding conversation. That's what we had up there. Okay. Ich nehme an, du hast kein Interesse daran, die Vergangenheit zu besuchen. I don't suppose you would be interested in visiting the past, would you? You suppose right, stranger. The past is what it is. I'm more of a forward-looking fella myself. Okay. Eigentlich wollten wir Clute ja zurückschicken, obwohl... Also ich persönlich fände es ja ganz cool, wenn er in der Gegenwart bleiben würde. Could I interest you in a second chance at a brighter future? A better future, huh? With Salty as a man of wealth? Keep talking, stranger. Okay. Well, there's this rodent-powered time machine next door, and I've got a rabbit that can take you straight to the future. A time machine, huh? Now, see? That's something you don't hear every day. Yeah, I guess a new start for me and my newfound fortune might sound kinda interesting. But to muster up the courage for a ride like that, I might just need one last taste of salt water. Salt water? Hmm? It used to be something of a vice of mine. You know, before I came into some money. I'm not saying I'm nervous or anything. But it's not every day that I must take a ride in a rodent-powered time machine, if you know what I'm saying. I do. Okay, I'll see what I can do. Okay, jetzt haben wir zwei Probleme. Abgesehen davon, dass ich das nicht sehen kann, dass Sushi hier die ganze Zeit am Rumplatschen ist. Julia hat das Salz. Jetzt müssen wir mal eben gucken, wo ist Julias Zuhause? Da kann ich nämlich jetzt wieder neues Wasser holen. So, sie hat das Salz. Sie hätte auch das Wasser, also sprich, theoretisch. Okay, one salt water coming right up. Salzwasser hätten wir. Aber sie gibt es nicht ab, ne? I don't seem to be able to access the microwave at the moment. Wie, sie hat keinen Zugriff auf die Mikrowelle? Hä? Warum das denn? Das hat doch sonst auch immer funktioniert, wenn die im Gleichen waren. Den Poetry Slam müssten wir machen. Finde etwas, um die Ratten zu verscheuchen. Achso, die in der Kanalisation. Was hat er für? Er hat wahrscheinlich jetzt nur die Aufgabe, dass wir ihn da wegkriegen. Nee, keine Hilfenotiz. Dass wir ihn da wegkriegen müssen, ne? Er besorge etwas Salzwasser. Ehrlich gesagt bin ich mir jetzt nicht sicher, was mit dem Contres da ist. Ich würde sagen, wir machen da erstmal einen Abstecher hin. Das Problem ist halt, wir haben Salzwasser und ich weiß nicht genau. Moment, er ist jetzt hier. I think I can see water moving down there. Oh, and also a banana peel at the edge of a cliff. Moment. Er ist doch jetzt genau bei dem Rohr, oder nicht? Bei dem Rohr. A rusty old pipe. Ich hätte da so eine Ahnung. Wenn das funktioniert. Weil hier, Moment, ich muss noch mal eben gucken. Hier sind doch... Actually, ja. I'm pretty certain I'm gonna slip on that thing if I try picking it up. Ja, ist ja gut. That's strange. Some kind of trophy just popped up in my inventory. Was ist das? The plaque reads, for outstanding cowardice in gameplay. Category, banana phobia. Signed, Dala.
What? Just because I'm smart enough not to risk my life for a banana peel? Ich wollte doch nur gucken, ob die Ratten hier sind. Die Bananenschale hatte ich gar nicht angepeilt. Yikes! I can see actual crocodiles crawling around down there. Okay. Aber auf jeden Fall ist das das mit den Ratten. Das heißt, wir sind, das wollte ich eigentlich nur wissen, das heißt, wir sind jetzt hier, ja, ich weiß, wir sind jetzt hier direkt unter Julia. Rein theoretisch müssten wir, wenn wir das jetzt da reinschütten. Sure, I'll pour it out. Müssten wir? Oh, schnell sein. Doesn't seem to work. Nein. Oh, komm. Ernsthaft jetzt? Ah, Moment, da kriegen wir auch Wasser, oder? I would probably need a glass for that. Nee, ich wollte es eigentlich anmachen. Spülbecken, Wasserhahn. Na gut. Ich probiere es mal mit normalem Wasser mal eben. Ach, komm schon. Got it. Okay, also das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Kann ich das jetzt hier rein? There's not enough water in the mug to fill up the fish bowl. Ja, wie wär's denn, wenn du da erstmal was reinmachst? Oh, ganz ehrlich. There's no way I'm touching that muddy puddle. Ja, aber so kriege ich auf jeden Fall kein Salzwasser da rein. Ich muss das auskippen. Ah, oh nein. Ich wollte doch nur was ausprobieren. Ich hätte das Fischglas wahrscheinlich direkt nehmen sollen. A snazzy looking mug filled with water. Ja. Ach, kann man das nicht irgendwie... Ach so, kann ich das trinken? A snazzy looking mug filled with water. Ach, aber er trinkt dann auch keinen Kaffee, ne? Ach. Das ist doch scheiße. Kann ich das? Das ist doch jetzt voll. Kann ich denn wenigstens das Wasser gleich nochmal auffangen? Looks like stuff sometimes trip. Ja, ich weiß. Ach, das ist doch Mist, Mann. Ich meine, das kann ich jetzt nochmal neu machen. Das ist nicht das Problem. Okay. Aber er fängt es ja jetzt auf. Water coming right up. Oder kann. Moment, oder kann ich das? Nee, er behält's auch. Ne? I don't seem to be able to access the microwave at the moment. Finde ich nicht gut. Finde ich gar nicht gut. Nah. Vielleicht trinkt er einen Schluck? Kann ich das irgendwie. As much as I want to help the little fella, I would need something bigger than a mug. Ja, ich weiß. Och Mann, das kann doch nicht sein, dass ich den Scheiß jetzt hier nicht auskippen kann. One thing's for sure, I'm not coming out that way. Oh, jetzt kommen wir da auch nicht raus. Ah! Kann ich ihm irgendwie Wasser ins Gesicht kippen? Nah, I'd better hang on to it. Oh Mann, du sollst es doch einfach nur trinken. A snazzy looking mug filled with water. Ich will aber nicht, dass es mit Wasser gefüllt ist. Ich will, dass das mit Salzwasser gefüllt ist. Now, what do you think you're doing there, stranger? No good? No good. That's not salt water. Weiß. I can smell it a mile away. Scheiße. Da hat man einmal einen Fehler gemacht. Muss ich das jetzt ernsthaft hier nochmal... Doesn't seem to work. Oh, nee, ne? Nah. Ich will das doch nur ausleeren. Kann ich da nicht das Eichhörnchen mit ersaufen oder sowas? Oh, wenn ich das jetzt... Ja. Wenn ich das jetzt nicht auffangen kann, ne, dann raste ich hier aus. Salt water? Yuck. Dann raste ich aus, wenn da jetzt kein Salzwasser rauskommt oder so. Oh, Mann. Got it! Oh, sag mir bitte, dass das jetzt Salzwasser ist. A snazzy looking mug filled with salt water. Okay, ich dachte jetzt schon, jetzt ist alles verloren. Oh Gott. Hey, I've got that salt water you asked for. Oh boy. Okay,
Let me have a shot of that. Then I'll be ready to meet that new future. Now, I don't suppose you're going to do anything beastly to my pal Bones after I leave, right? Nein. No. Ah, good. Now, I do have your word on that, right? Natürlich. Okay. Excellent. We agree then. Ein salziges Getränk später. Good luck, Salty. I know you're going to be fine out there in the future. Maybe there's a sequel in there somewhere. Okay, er ist weg. Schnell den Brustkorb aufmachen. If you can forgive me just this one last atrocity, old friend. And sorry to you too, Salty. Ich dachte gerade, der ist sich bei Sushi am... Dingsen hier. Am Entschuldigen. Oh, oh. Oh, ich dachte schon. Sushi bewegt sich nicht mehr. Das wäre es jetzt noch gewesen. So, können wir das jetzt eventuell machen, dass wir das Wasser, das normale Wasser auffangen? Für Sushi. Also mit dem Ding da. Kriegen wir das hin? Mit dem Goldfischglas. Ich hoffe. Dieses schnell sein und präzise sein ist immer so eine Sache. Got it! Ah, ja, das sieht gut aus. Sollen wir Sushi noch mit Thunfisch? Nee, mit Sardinen füttern? Ich glaube, okay. Das ist der kleine. Come here, little buddy. Oder die kleine. Gotcha! Ich meine, Sushi war eigentlich ein weiblicher Vogel, wollte ich gerade sagen. Ein weiblicher Fisch. So, wir haben jetzt Sardinen und wir haben jetzt Sushi. Gruppe der Verzweiflung. Kann er noch irgendwas machen? Das ist jetzt die große Frage. Nö, er hat jetzt keine Aufgabe. Ach so, sie hat ja noch diesen Poetry Slam da, genau. Justin, ich lasse dich jetzt mal einen Moment da unten alleine. Schauen wir mal, was wir da noch machen können. Können wir mit dir reden? Let me guess. You're a poet, right? Well, I am the arbiter of the angst most existential. The bringer of the poetic justice to all those who oppose me in battle. Armed with poetic license to kill, thrill, and yes, then some steal. In short, okay. I am Serge. Julia. Do you know how to sign up for the poetry slam? Talk to Reg over by the stage. But know this, girl with blue hair. Serge don't back down from a battle. You enter the competition, Serge will destroy you. Destroy poetically, though, right? Let's not dwell upon details, girls with blue hair. Just know that should you face me in battle, you will pay the price of humiliation. Devastation. And indeed suffer a death by a poetic altercation. Yikes. Net. So, is that your poem on the table? Oui. And when Serge does battle, he don't bring no duds. He brings verbal jewels of a quality most supreme, n'est-ce pas? You might say I packed the poetical heat. Okay. You look like you could use another drink. Well, red wine is indeed the lifeblood of my muse. Hey, bartender, another bottle of lifeblood, merci. What now? Also mein Gedanke war ja eigentlich eventuell mit dem, was Justin geschrieben hatte, zu gewinnen. Aber das ist so grottenschlecht wahrscheinlich.
Soll Wein über sein Gedicht schütten? Claudes Gedicht. Ja gut, wenn er da Wein drüber schüttet, wird er wahrscheinlich das Ganze aus dem Kopf aussagen. Mach Hühnergeräusche ist jetzt irgendwie ohne Zusammenhang. Ich befürchte allerdings, wenn wir versuchen, das Ding zu klauen, dass wir dann gleich erwischt werden. Aber wir versuchen es trotzdem mal. Nice. I replaced it with that awful poem that Justin wrote. Okay. What was that? Oh, nothing. I was just rehearsing my... Scheiße. Waste of time, Girl with Blue Hair. Waste of time. Da war mein Finger etwas schneller als ich. Ja, later, später. Serge. Dann können wir uns bei ihm anmelden, ne? So habe ich das verstanden. Poetry Slam, huh? Count me in. Doubtful. You're saying you've got some good material? I'm not about to give away the prize of one small bunch of monies to just anyone, you know. Oh, I've got the winning poem right here. Hmm. Let's find out. Ah, ich hab da so eine Ahnung. Thank you, thank you. Now, defending his championship title, the master, the poetic powerhouse, our reigning poetic patron, Serge. Merci beaucoup, merci beaucoup. I present to you my latest work of passion, fresh from the fiery pencil of Serge. Mille tonnerres! Serge, he has been a victim of a sabotage. Problem, Serge? No, no, monsieur. Maybe with my superior phrasing, I can win this still. Julie, Julie, don't be so cruelly. Mm-hmm. Come back to Justine, the one to put your... Yes? Trust in. Oh, golly. How far the mighty have fallen. Hey, make the bouncer. I've got some rubbish that needs throwing out over here. Ein nervöser Gang auf die Bühne später. And now, someone who assures me she has brought some dynamite poetry for you all. I give you... Julia! Thank you, thank you. Uh-oh. Problem? Well, my hands are a bit sweaty. Some of the ink has gotten a bit smudged. I guess I'm gonna have to wing it a bit now and then. You better sort this out, Julia. I don't suffer fools on my stage, you know. I give you the seagull heart, fragments of a love forlorn. The sea may be green, the sea may be blue, like a man made of Velcro. Ist bunt wie ein V? Macht am Klo Radau? I'm sticking to you. As I ponder your beauty divine, am I too late? No. Sehe den Himmel und Wolken sind fern und hab mich gern und des Pudels Kern, Kürbiskern. Just in time. Just in time heißt und Wolken sind fern, hä? Lost in a sea of scones and of brie. I gather my bearings and... Du bist die Kirsche, mir fehlen die Worte auf meiner Torte. Der stummen Sorte aus der Torte. Ich würde sagen, auf meiner Torte, oder? Hört sich doch irgendwie... Reach for my tea.
Kann man da überhaupt was Falsches sagen? Ich hoffe nicht. I wrote you a letter, my precious and frail. Love may be blind. Ich liebe mein Bier, nicht mal ein Stier. Ich spiele Klavier, ich hänge an dir. Ja, nicht mal ein Stier wäre vielleicht auch nicht so schlecht, aber ich sag mal, ich hänge an dir. So I wrote it in Braille. Well, what do you know? We have a winner, ladies and gentlemen. Not bad, Julia. Now enjoy the reward. One small bunch of monies. Thanks. I bet that will come in handy. Ja, die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Und ich habe da so eine Idee, weil wir wollten ja eigentlich schon diese Tasche kaufen für die Katze. Ich hatte eigentlich, ja, was anderes vor, ist jetzt falsch ausgedrückt, aber ich hatte eigentlich nicht gedacht, dass es damit zusammenhängt, aber vielleicht, wir haben ja die Aufgabe, die Ratten zu vertreiben, vielleicht kann die Katze die Ratten vertreiben. Das wäre natürlich super. Jetzt stehe ich natürlich vor dem Dilemma, ob ich jetzt eine neue Folge anfange oder ob ich diese Folge weitermache. Deswegen würde ich sagen, ich mache hier erstmal einen Cut, werde dann eine neue Folge aufnehmen, in der Hoffnung, dass die länger dauert. Weil ich habe so ein Gefühl, dass wir so bald Richtung Ende zu gehen. Ich meine, wenn sie sich im Arm halten, muss es ja eigentlich zu Ende sein. Ja, und ich hoffe, dass dann der nächste Teil oder die nächsten Teile vielleicht, ich weiß ja nicht, wie lange es noch geht, dass die dann ja von der Länge her gut gecuttet sind. Wie gesagt, ich mache hier erstmal Schluss für heute und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.